Ich kann es immer noch nicht aufschließen. Oh Gott, kommt der raus? Nein, nein, nein. Okay, passt auf. 3, 2, 1, go. Ich kann mir so schlecht Gesichter merken. Er sieht fast so aus wie... So. Jetzt ist der weg. Den verstecken wir auch gleich. Denn da ist die Schlüsselkarte. Ich sehe sie, ich sehe sie. Mama. Schlüsselkarte. Feuer löschen, was austauschen? Schlagstock? Okay, was ist mit dem? Achso. Okay. Da kommt einer. Gut, jetzt habe ich die Schlüsselkarte. Und was bringt mir das jetzt? Wenn ich ehrlich bin. Außer nichts. Okay, ich verkleide mich mal ganz kurz zurück. Als Hitman. Hallo? So. Weil jetzt habe ich ja die Schlüsselkarte. Aber das bringt mir ja nicht. Oder? Bin überfragt. Also hier komme ich rein ohne Probleme. Das habe ich schon herausgefunden. In diesen Code. Sind Sie neu in der Stadt? Ja, bin ich. So, jetzt habe ich eine Schlüsselkarte. Aber was bringt mir das? Mr. Hawk. Howdy. Howdy. Okay, ich glaube, jetzt muss ich oben das Videoband sabotieren. Oh, hallo. Wie geht's denn so? Was machen Sie da? Laufen? Halt's Maul. Hallo, Sir. Oh, hallo? Oh, ich glaube, ich weiß, wie das endet. Der Kopf ist eine multiple Persönlichkeit. Er war die ganze Zeit der Serienmörder. Was? Okay, ich gehe wieder. Schön, Sie zu sehen. Alles in Ordnung? Ja, bei mir schon. Und bei Ihnen? Doch, Mr. Hawk. Doch. Das sind Sie. So, jetzt geht der diesmal nicht raus und ich gehe hier wieder raus. So. Ich muss pinkeln. Wer muss pinkeln? Ach, der muss pinkeln. Ja, dann geh mal pinkeln. Fehlt Ihnen irgendwas? Achso, stimmt, so nur Gerichts... Ja, ja, bla bla bla. Sir, im Büro des Sheriffs gibt's eine hübsche... So, jetzt geh ich da einfach mal raus. Mir fehlen die Worte. Eine Zigarette geben? Entspann dich. Sag einfach die Wahrheit, dann passiert dir nichts. Ach, das sieht mein Anwalt aber ganz anders. Ich habe Geschichten über diesen Richter gehört. Er soll knapp sein. Sie haben ja nichts verloren.
Sofort, Sir. Gehen Sie wieder. Warum? Was haben Sie denn da drin? Ist ein UFO abgestürzt oder so? Ist es ein geheimes Regierungslabor? Sagen Sie nicht, ein albtraumhafter Folterkeller. Wir sind gefangen. Und seit er das weiß, ist er besessen. Bin kräftig am Überlegen, aber mir fällt einfach nichts ein. Gibt es nicht. Wenn jetzt der wieder weg ist. Jedenfalls ist er. Nein, ich meine. Macht es nur mit Briten oder was? Das ist. Okay. Also weiter. So. Das hat niemand mitgekriegt, weil hier kommt eh niemand rein. Und dann werde ich jetzt erstmal los. Und dann hätte ich hier wieder eine Polizeiuniform. Jetzt habe ich einmal hier und im Haus eine. Jetzt habe ich hier schon wieder einen Schlagstock. Hier steht gerade niemand. Oh, okay, okay. Verkleiden. Verkleiden. So. Dieser netter Look. Guten Tag, Sir. Wow. Nein, nein, hör zu. Mein Schwager war dabei. Ach, du redest von dieser Great Balls of Fire Sache. Genau. So. Also, er kommt in die Bar. Ein okay. Und sagt, hat von euch beschissenen Wichsern jemand Lenny den Schlappschwanz gesehen? Als würde man ein Streichholz auf einen Stapel Dynamit werfen. Scheiße, ja. Hab gehört, sogar für das Drecksloch war das eine ziemlich üble Schlägerei. Oh, ich sehe sogar, wer mir eine Facebook-Nachricht geschickt hat. Das ist ja wieder so eine Trucker gegen Biker-Sache. Das ist ja das Komische. Stimmt das? Aber es ist jetzt egal, wir spielen hier gerade Hitman. Die haben gesagt, der Glatzkopf hätte fast die ganze Bar allein vermöbelt. Ja, das stimmt auch. Ein Typ gegen die Crew? Unmöglich. Tja, das sagen die Leute aber. Kann ich ja nichts dafür. Naja, die Leute nehmen aber auch jede Menge Crystal Meth und reden viel Scheiß, wenn der Tag lang ist. Ja, sicher, es gehen viele idiotische Gerüchte rum. Aber davon rede ich nicht. Ich rede von den Cops, die in dem Fall ermitteln. Ach, komm, Blödmann, schalt dein Hirn ein. Ein Typ gegen eine Bar mit 50 Bikern und Truckern? Nur mit einer automatischen Waffe. Aber nach allem, was ich gehört habe, war das eine ganz altmodische Prügelei. Es ist absolut unmöglich, dass ein Mann alleine das schafft. Selbst wenn er 3 Meter groß ist. Ich glaube, ich muss mich hinter dem Bus vorbeischleichen. Was eigentlich? Oh, ein offenes Fenster ermöglicht problemlosen Einstieg. Lol, habe ich ja nur gar nicht gesehen. Oh mein Gott, oh Gott. Oh, geh doch runter. Wo ist denn jetzt der andere hin? Sag mal, der pinkelt jetzt. Ach du Scheiße, wo geht jetzt hin? Geh duck dich, du Blödmann. So, der geht jetzt auch. Da könnte ich hoch. Kann der. Okay, jetzt gehe ich erstmal hier hin. Okay. Oh, da ist der Richter. Hat die das mitbekommen? Nein. Loswerden. Schnell. Mach doch!
Okay. Ich meine, dieser Ring. Die Perücken und. Was ist hier? Schlagstück und Golfschläger austauschen. Ich stelle schon Cricket-Spiele an. Und von mir verlangt er, dass ich Zeugenaussagen in Oxford-Englisch übersetze. Echt jetzt. Da hätte ich auch noch rein können. Okay. Was ist das? Okay, Schlüsselkarte. Schlagstock und Hammer. Ne, mit dem Hammer nicht. Okay, da leuchtet irgendwas. Und der Ausgang ist gleich hier. Okay. Erstmal als Dings verkleiden. So. Aber jetzt kann ich mich wirklich frei bewegen. Warten Sie auf den Angeklagten, um das Urteil. Jawohl. Urteil erkünden. Klage abgewiesen. Was soll denn der Scheiß? Ich hab alle meine Zwerge kaputt gemacht. Einer von dir ist aus Dänemark. Scheiße. Die Sitzung wird vertagt. Schuldig! Die Sitzung wird in 45 Minuten fortgesetzt. Okay. Mach mal. Ja, wie sind da hinkommen, bitte? Aufschließen. Was ist hier? Nichts. Oh doch, oh doch, oh doch. Sehr gut. Lauf, 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 lauf. Verlassen. Ja! Oh mein Gott, Leute! Das gibt es nicht! Das gibt es wirklich nicht! Dass ich jetzt... Boah! Alter, das ist unmöglich! Oh mein Gott! Ich hab gehört, Sie haben den alten Alufolientyp gehen lassen. Das hat einige Leute ziemlich angekotzt, wenn ich mal wie ein Erwachsener mit Ihnen rede. Echt? Das leuchtet so arg. Was ist hier? Willst du mir irgendwas sagen, oder? Okay, hier kann ich mich nur verstecken. Da auch. So. Was gibt es denn? Wo muss ich hin? Ach, da. Okay. Hey, Hosenstall zu. Wir haben einen wichtigen Besucher. Hey, Arschloch. Siehst du nicht, dass ich meine Kettenabenteuer lesen will? Das ist der Richter, du Vollhorst. Ach, du Scheiße. Beweis. Bitte, quittieren Sie die E-Mail. Es tut mir leid. Da geht's doch irgendwo hin. La la la. So, erstmal angucken. Warte, den kenne ich doch. Sheriff Skirky. Habe ich doch erledigt, oder? Der ist ja schon tot. So, wo komme ich hier hin? Liebe Jenny, ich versuche seit 14 Jahren. Erstmal gucken. Okay, verlassen.